Und willkommen zurück, liebe Gruselfreunde, zu einer neuen Folge von Dämonologist. Hier nochmal im Abandoned House, weil ganz ehrlich, wir waren ja jetzt nicht so erfolgreich bei der neuen Map, ne? Und ich möchte mal wieder Erfolg verspüren in meinem Job. Und deshalb widmen wir uns dem Fall Nummer 4058, Fabio Castenda. Der Fabio, der hat nämlich auch hier gewohnt, so wie alle anderen auch. Und mir lässt, ganz ehrlich, Mary's Room keine Ruhe. Ich habe das Gefühl, da geht noch mehr. Und deshalb gehen wir mal zum Abandoned House zurück, weil mir, als ich alleine gespielt habe, aufgefallen ist, dass da ja schon irgendwie Bereiche waren, wo es so aussieht, als könnte es da weitergehen, ne? Und übrigens hat mal einer hier über die um die Scheune rumgeguckt. Okay. Und wir gucken mal, was da so geht. Genauso dieses Laken. Was ist mit dem Laken? Ich meine, das Laken hängt da rum, kann Deko sein, alles gut, aber dahinter geht eine Treppe hoch. Und kann man denn die Treppe hoch? Das wissen wir nicht. Weil Mary's Room sah mir wirklich so aus, als könnten wir diese Tür irgendwie öffnen. Ich weiß halt nur nicht wie. Und deshalb gucken wir uns hier im Abandoned House nochmal um, wo der Fabio gelebt hat. Und schauen mal, ob hier noch was geht. So, wir gehen mal in den Keller. Fabio! Ariel! So. Wir können ja mal reden. Hallo? Hallo, Fabio. Fabio, Erde an Fabio. Bist du da? Fabio ist nicht hier. Zumindest für den Moment. Das sieht nämlich auch so aus, als... Huch, wo bin ich denn jetzt? Dieser Taschenlampenkreis. Man sieht halt nichts. Das sieht auch so aus, als könnte man da weiter. Gut, das könnte sein, dass der Exorzismus uns da irgendwann mal hinführt, weil jetzt müssen wir ja hier irgendwelche Finger verbrennen. Aber trotzdem sieht dieses Haus so aus, als hätte es noch Geheimnisse, die es zu lüften gilt. So, wir machen jetzt ASMR. So. Ich mache euch jetzt mal Make-up drauf. Seht ihr, das passiert, wenn ihr mein Make-up tragt. Dann seid ihr nur noch in Stücke. So. Im Keller ist erstmal nichts los, bis auf irgendwelche zerstückelten Geistererscheinungen. Es ist so dunkel hier, meine Güte. So, hier ist das Laken, ne? Guck mal, wenn das hier weggeschoben wäre, dann kann man doch da die Tür hochgehen. Was muss man denn mit dem Laken machen? Soll ich es beleidigen? Ey, du scheiß Laken. Lass das mal sein. Häng da nicht so rum. Buh! Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass das hier so klein ist. Guck mal, hier geht doch auch eine Treppe hoch. Hier ist doch auch noch ein Möbelstück. Was ist denn hier los? Wieso kann man das nicht begehen? So. Auch diese Tür ist nur ein Badezimmer, ist nichts Besonderes. Da verschwindet ja unser Sessel immer drin. Und dann gucken wir uns hier nochmal um. Hier haben wir die Werkstatt. Mit der Omi. Hallo? Fabio? Kommen Sie mal ran, junger Mann. Hallo? Fabio, ich rufe dich. Fabio hat keinen Bock, okay. Was ist denn heute los mit den Geistern? Ich meine, ja, wir haben Sonntag gerade, aber müssen denn die Geister auch im Sonntagsmodus sein? Hier sind die Tarotkarten, falls wir die brauchen. Ich weiß immer noch nicht, wofür. Huch, und immer bleibe ich an dieser Ecke hängen. Das gibt's nicht. So. Diesen Flur hasse ich auch. Genauso hier. Was ist das denn hier? Do you want to play with me? Das ist ja hier ein Flur, ne? Das ist doch der Flur, der hier vor uns ist. Oder hier liegt doch dieses Laken auf dem Boden. Und das Einzige, was nicht da ist, ist der Ball. Sollen wir mal den Satz lesen? Hier mit dem Ding. Do you want to play with me?
Do you want to play? Also, do you want to play ball with me? Okay. Hallo. Kann ich den Ball jetzt hier irgendwie? Kann ich den betätigen? Kann ich den schießen, werfen? Ist ja nett von dir, du schönes Kind, der du da gerade gelacht hast. Ich kann den Ball aber nicht betätigen. Ist ein Geisterball, weißt du? Ja gut, okay. Ja, seht ihr. Es gibt nämlich hier noch mehr zu sehen. Was haben wir denn da sonst noch so? Was sagt denn die traumhafte Bibliothek? Wir rufen erstmal Fabio, ne? Hallo? Fabio, bist du da? Magna. Magna! Magna sagt aber nichts. Okay. Fabio sagt auch nichts. Ne, das EMF-Gerät. Was ist denn das so still hier? EMF sagt auch nichts. Ja, dieser Raum, ne? Ist der Albtraumraum, wirklich. Auch das Kleid ist so auffällig. Aber keine Ahnung, was ich zu ihm sagen muss. Hallo, Fabio? Gib uns ein Zeichen. Fabio hat keinen Bock, ne? Nicht auf Reden, nicht auf EMF. So, und das hier ist doch auch, guck mal, da hängt doch auch die Granny rum. Was ist das denn hier für ein Raum, für ein Ding? Was ist das hier für satanistisches Ritual? Was steht da? Victoria? Hey, Victoria, was ist denn hier los? Hallo? Fabio? Scheiß auf Fabio, ey. Victoria hat es viel besser drauf. Was ist denn hier? Was ist denn mit... Oh Gott, was stimmt denn nicht mit ihren Augen? Kann ich das... Mach mal aus. Mach aus den Scheiß jetzt. Oh Gott, ihre Augen leuchten. Hey, Granny. Grannys Augen leuchten. Warum tun sie das? Frechheit, einfach so zu leuchten. Okay, und was ist das jetzt hier? Was hängt hier für ein Bild? Was ist das denn? Oh, die Kakerlake. Ey, ist das Sanchos von unserer... War das Sanchos von unserem EMF-Gerät? Um Himmels Willen, was passiert denn hier? Nee, Sanchos ist noch da. Was ist das? Was? Jagt hier jemand? Ah! Wie cool. Okay, was ist hier? Dream. Alter, ich gehe gleich nach Hause. Mir reicht. Was hat er denn hier für einen Job angenommen? Sie. Was ist das hier für ein Raum? Was steht da? Simon? Ist das Simon? Ich weiß es nicht, kann es nicht lesen. Und das hier ist... Kaylin? Kaylin Dawn? Heißt das Kaylin? Ich kann das nicht lesen. Kaylin Dawn. Da war nix. Mach's mal deine Taschenlampe wieder an. Sonst passiert hier aber nix, ne? Die Musik ist cool. Hier haben wir auch noch lustige Bilder.
Was? My name is... Anger! War jetzt irgendwas hinter uns? Will ich das wissen? Stimmt, Anger stand auf dem Bild, ne? Hilfe! Ich weiß jetzt nicht, sollen wir mal mit einem... Warum ist die Lampe... Ach so, das war die... Boah, Hilfe, ich kriege mich ja gar nicht mehr ein. Was ist denn hier los? Anger, seht ihr? Die Oma. Die Oma. Oh! Den Fabio habe ich ganz vergessen. Ey, Fabio, sag mal was. Wo bist du denn? Fabio hat überhaupt keinen Bock. Victoria und Granny namens Anger sind hier richtig am Start. Ich, ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo wir noch suchen sollen, ehrlich gesagt. Dieses Haus ist doch gar nicht so groß. Wieso passiert denn hier nichts? Also EMF ist komplett still und die Geisterbox ebenfalls. Ich gehe jetzt mal Ektoplasma und, Puh, die Leinwand weiß ich gar nicht, wo ich die aufstellen soll. Ich gehe mal Ektoplasma und, Dingens holen. Ach, wie heißt denn das jetzt? UV-Lampe. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Was ist denn hier mit dem Fernseher? Da ist auch nichts drauf zu sehen, ne? Und was steht hier? Was ist das? Gorgor? Oder was ist das? Was? Ich... Toll. Da ist so ein Pfeil nach oben und da steht irgendwas, was ich nicht entziffern kann. Ich glaube, wir werden gerade gejagt. Oder passiert gerade was? Ich weiß halt auch nie, ob das eine Jagd ist oder irgendein Event. Voll am Beschweren. Ich lass mal EMF hier im Licht liegen. Und die Spiritbox auch erstmal. Die können wir dann zur Not holen gehen, falls wir irgendwas finden. So, und jetzt hole ich mal den Rest. Wahrscheinlich ist unsere geistige Gesundheit jetzt auf Minus. So, was haben wir denn? 51%. Na, das ist nicht mehr so viel, ne? So, dann holen wir mal die UV-Lampe raus und leuchten mal den die Räume aus. Ist mir jetzt auch mittlerweile egal, ob sich Victoria oder Anger oder Mirko oder Fabio meldet. Wäre schön, wenn irgendjemand sich mal melden würde. Achso, wir waren übrigens bei dem Fernseher stehen geblieben, ne? Hier ist nämlich auch noch irgendwie ein Zettel. Don't touch. Mit einem Pfeil. Jetzt hören wir hier wieder gruselige Musik und wissen nicht mal was. Oh, das war die Stehlampe. Bedrohlich ist ja schon. Was ist das denn? Wo kommt das denn her? Boah, Hammer wäre auch, wenn da oben jemand stehen würde, oder? Das wäre richtig gruselig. So. Wir laufen das Haus jetzt mal nach Fingerabdrücken ab. Ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir haben ja nicht mal den Raum gefunden von Fabio. Keine Fingerabdrücke im Keller. Doch, hier! Fingerabdruck! Boah, Leute, jetzt holen wir auf hier. Fingerabdruck, unser erster Beweis. Ja, Mann! So, ist das dann hier im Keller? Müssen wir den Rotz jetzt hier runterbringen? Was ist denn hier mit Ektoplasma? Komm, hau mal raus jetzt hier. Weil wenn der Raum nämlich jetzt woanders ist, dann müssen wir tatsächlich immer das ganze Haus absuchen. Und das könnte unter Umständen bei größeren Maps ein Problem hier sein. Wo bin ich denn hier? Achso, hier ist das Laken. Wo habe ich ihn denn vermutet? Nee, nirgendwo habe ich ihn vermutet. Ne, wir wissen noch gar nichts.
Ja, Moment. Boah, ich bleib immer in dieser Ecke hängen. Wir gucken mal weiter. Au, in der Bibliothek. Keine Ektoplasma-Spuren. Ach ja. Hier auch nicht. Was ist denn, wenn man die Augen von der Oma hier anleuchtet mit dem Ektoplasma-Ding? Nix, ne? Ach, Granny. Du guckst ganz schön krummelig. So. Und das hier? Auch nicht. Mit der UV-Lampe vielleicht anstrahlen? Oder ist dieser Raum hier komplett raus? Also passiert hier gar nichts. Weiß man auch nicht, ne? Wir werden das bestimmt alles noch herausfinden. Keine Sorge. So, ich gehe jetzt mal mit dem Ektoplasma nach unten. Also hier oben habe ich jetzt nichts gefunden. Aber ich glaube, dann lasse ich die UV-Lampe... Wo bin ich denn hier? Ich lasse die UV-Lampe mal hier. Nein, nicht das. Nimm das mit. Die UV-Lampe, die brauchen wir ja nicht mehr. Ich nehme mal die Spirit Box mit nach unten. Soll man nochmal fragen, ob jemand da ist? Weil den einzigen Beweis haben wir hier unten gefunden, ne? Boah, ich glaube, viel Zeit haben wir auch nicht mehr, Leute. Das wird wieder nichts. Ja, ich sag's noch. Und ich sag's noch. Wie schnell war er denn jetzt da? Er hat uns ja im Grunde im Keller in Empfang genommen. Man hat ihn ja nicht mal gesehen. Gut, ihr Lieben. Es tut mir leid, aber es ist mir auch schon passiert, wie ich alleine gespielt habe, dass er auf der Kellerstreppe gespawnt ist und hat mich sofort gehabt. Ich hatte keine Chance mehr wegzulaufen. Okay, ja, sorry, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich gucke da nochmal ein bisschen alleine rum. Wenn dann Dinge passieren, dann passieren die leider. Ich werde euch davon berichten. Aber das hat ja hier keinen Wert. Ich guck mal, dass ich hier noch ein bisschen Geld verdiene, dass wir mal den Exorzismus schaffen. Wie auch immer wir den schaffen sollen. Und ja... Wir gucken mal. Wenn eine neue Map kommt, wenn ich die freischalten sollte, dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Dämonologist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Dabeisein und sage bis bald im alten Eulenwald. Passt gut auf euch auf, bleibt kuschelig und gehabt euch wohl.